ist man für 14 Tage komplett Mittelpunkt der sportlichen Berichterstattung. Und für die Chinesen, dass sie jetzt auch in der Lage sein dürfen und können, dann auch Wintersport genießen zu können. 我觉得就是在运动项目当中互相交流，然后互相能体现这种奥运会的文化这种精神，真的，我觉得给我印象真的太深了。 Ja, mein Name ist Sven Hannawald. Ich bin ein ehemaliger Skispringer. Ja, und freue mich natürlich jetzt auf die kommenden Winterspiele. Zum einen natürlich in einem neuen Land. Bisher habe ich nur partizipiert in Japan und in Amerika, in Korea als Experte und nun auch als Experte in China. 我是徐楠楠，曾经是一名自由式滑雪空中技巧的运动员。那么目前呢，我在沈阳体育学院从事滑雪的教学工作和相关的滑雪科研工作。目前呢，我也在积极备战冬奥会的自由式滑雪空中技巧的裁判工作。范飞，你是从什么时候开始接触到滑雪？是怎么爱上滑雪的呀？Bei uns ist es so, dass natürlich auch Winter großes Thema ist und ich als Kleiner damals noch in der DDR aufgewachsen bin, im Erzgebirge, im südlichen Teil der DDR. Und da war natürlich Winter pur. Und als Kleiner geht man natürlich dann raus und sieht natürlich, was man alles mit Schnee machen kann und fängt dann an, ein bisschen Ski zu fahren, fängt auch an, im Fernsehen Skispringen zu sehen. Und das wollte ich nachmachen. Ich hatte die Voraussetzungen, dass ich es machen kann, weil in meinem Ort auch kleine Schanzen waren. Und dann bin ich losgesprungen und habe dann so viel Spaß und Freude dabei gehabt, dass ich dabei geblieben bin. Und hatte natürlich dann auch meine Ziele, da ich ja dann auch die Wettkämpfe von den großen Springern, den Weltmeistern, Olympiasiegern im Fernsehen gesehen habe. Das wollte ich als Kleiner natürlich auch erleben. Und deswegen war mein Weg dann, Skispringen zu machen. 范飞，作为中国体育的老朋友，想问问你，在你的眼里，中国运动员有什么特点吗？ 你包括几十年的职业生涯里边，有没有什么中国运动员的朋友？然后在交往中有没有什么有趣的故事啊？ Zu meiner Zeit war es leider noch so, dass wir schon auch mehr jeweils von den Nationen in der eigenen Welt waren und nicht ganz so viel mitbekommen haben. Natürlich habe ich damals auch fernab so ein bisschen über Hörensagen mitbekommen, dass es da auch Salt Lake City die erste Goldmedaille gab für China. Und das waren so Dinge, die sprechen sich durch. Zu unserer Zeit war es aber leider nicht so, dass es viele chinesische Sportler gab, speziell auch bei uns in der Skisprungwelt. Das hat sich natürlich jetzt durch die Olympischen Spiele, die jetzt anstehen in Peking, geändert. Man merkt, dass große Trainer, Herr Kojunkowski zum Beispiel, auch ein Team formt für China, der natürlich unheimlich viel Wissen hat, der unheimlich erfolgreich war bei Norwegen und Österreich als Skisprungtrainer. Und da sieht man, dass es schnell vorwärts geht. Und jetzt fängt es, glaube ich, an, dass auch wir mehr Kontakt zu chinesischen, speziell Springern bekommen, wo ich mich natürlich super drauf freue, wo ich auch gespannt bin, da es ja dann doch eine kurze Vorbereitungszeit war für die Chinesen, wie weit sie auch schon gekommen sind. 徐老师，您当运动员的那个时候，有没有一些跟外国运动员交流的小故事呢？其实很多也比较感动我的，就是因为我们中国队。 开展这个空技巧项目也是比较晚的，而且我们对这个项目刚开始也并没有去出国，而且我们国内的气候呢，就是相对比较寒冷，而且比较干燥，就是对于雪板呢，就是很少进行去打滑雪蜡。我们一出国的时候呢，天气啊比较热一些，然后雪的湿度也比较大一些，而且雪板如果要不打蜡，肯定会造成一定的速度影响。但是当时我们对于我们这个比较年轻 项目来说，可能并不懂这些，但是我们记得非常清楚，一个美国的运动员，他教授我们怎样去打雪蜡，怎样去护理这个雪板，然后才更有力的去帮助我们第二天的训练。我觉得就是在运动项目当中互相交流，然后互相能体现这种奥运会的文化这种精神，真的，我觉得给我印象真的太深了。 Wir sehen, dass
neue Wettkampfstätten, speziell bei uns, die Schanze unheimlich toll ist von der Architektur. Am Ende des Tages für die Sportler geht es ja trotzdem, die Hoffnung zu haben, dass man am Ende ganz oben stehen darf und die Goldmedaille überreicht bekommt. Man ist, wenn man Ausrichter der Olympischen Winterspiele sein darf, ist man für 14 Tage komplett Mittelpunkt der sportlichen Berichterstattung. Und das ist natürlich immer wieder die Möglichkeit, komme ich auch wieder drauf zurück, das Land natürlich zu präsentieren, die Geschichte des Landes zu präsentieren und natürlich irgendwo auch eine Richtung zu geben, wie es in dem Land weitergeht. Und speziell dann, was den Wintersport angeht, ist ja auch da die klare Richtung, auch an alle Menschen in China, dass man jetzt natürlich auch in Richtung Wintersport, Skifahren allgemein denkt, was ich ja als ehemaliger Wintersportler nur weiß, dass das gut ist und wie viel Freude das ist. Und ich freue mich für die Chinesen, dass sie jetzt auch in der Lage sein dürfen und können, dann auch Wintersport genießen zu können. Und das sind die klaren Signale, die man in den 14 Tagen während Olympia natürlich klar signalisiert bekommt oder auch aus Chinas Sicht signalisieren kann.